So, ich hatte vorhin leider nicht daran gedacht, dass ich den Bildschirm nicht aufnehme. Ich habe euch erzählt, wo ihr ja, den neuen Fahrplan-Mod findet und ihr habt das gar nicht gesehen. Deswegen hole ich das jetzt eben nach und hänge das vorne dran. Also, ihr geht ganz normal auf die Train Sim Community, die kennt ihr ja, und geht dann, ich packe euch aber auch einen Link unter das Video, also habt keine Angst. Geht dann auf ChainSim World 4, geht dann hier unten auf PC Editor Creations und dann seht ihr das hier schon. Das ist praktisch das erste, das neueste. 7 Tage ist es bereits hier verfügbar und dann könnt ihr hier alles sehen, welche Linien ihr hier fahren könnt und Services und so weiter. Könnt euch das hier alles ablesen. Das sind die Anforderungen, die ihr braucht. Ja, solltet ihr eigentlich haben und dann ist das ganz normal hier in das Verzeichnis zu installieren und dann habt ihr das. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wo ihr das da finden könnt. Wie gesagt, Train Sim Community, Train Sim World 4, PC Editor Creations und dann seht ihr das hier. Ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Ostern und viel Spaß mit dem folgenden Video. Es ist eine kleine Fahrt, aber ja, es geht darum, euch das Ganze mal vorzustellen, zu zeigen und ja, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, habt schöne Ostern und jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. Euer der Danny. Spielt das. Bye, bye. Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chain Sim World 4. Der Danny spielt das. Wir starten heute ausnahmsweise mal im Hauptmenü. Und ich wollte euch nämlich was zeigen, und zwar die Schnellfahrstrecke Köln hat hat einen neuen Fahrplan-Mod, und zwar der 2023 Timetable. Den gibt es zu finden, ganz einfach, zeige ich euch, und zwar hier, Train Sim Community. Dort steht da noch alle Linien, die ihr da fahren könnt, RE1, RE9, RB38, RB20, RB25, S19, S12, ICE3M, ICE1, also Depotfahrten, jede Menge, Frachtfahrten. Das sind die KI, die euch dort begegnen können. Und das braucht ihr halt alles. Köln, Aachen und so weiter, Kassel-Würzburg, Vorarlberg. Linke Rheinstrecke, Niddertalbahn, Duisburg-Bochum, BR101 und IC-Coaches ist klar. Und Southeastern High Speed und Dresden-Riesa. Ich denke, das werdet ihr alles dann haben. Also, das sind die Sachen, die ihr dafür braucht. Hier sind die Instruktionen. Also, halt ganz normal ins Windows No Editor und so weiter. Ihr seht es ja hier. Und wenn ihr dann TSW 4 startet, habt ihr das dann so da stehen, wie ich das da auch stehen habe. Und wie gesagt, das ist ein ganz neuer Fahrplan, ein Fahrplan-Mod, ja, den ihr euch dann dort runterladen könnt, kostenlos natürlich. Und zwar findet ihr das Ganze, wenn ihr hier PC Editor Creations geht, dann ist das hier das erste, das neueste. Ja, das ist das, was ich euch ans Herz legen wollte. Und dann geht ihr hier drauf, könnt ihr euch dann hier mit den Zügen könnt ihr dann dort fahren. Dem BR403, BR401, BR406 und so weiter. Ihr könnt sogar mit der Cluster fahren, was mich irgendwie wundert, aber okay. Ja, das sind halt also die Züge, die ihr dort benutzen könnt. Ihr könnt natürlich auch ganz normal zu Fuß dorthin gehen und euch dann selber einen Zug dorthin spawnen. Ich würde sagen, wir machen heute mal. Wobei, das sind alles nur Depotfahrten, ihr seht's. Das sind alles nur Depotfahrten. Können mit dem ICE4 fahren. Drive this westbound ICE Service to Aachen. Ja, ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Aber schon länger nicht mehr gemacht. Ich würde sagen, nehmen wir den, fahren wir von Köln.
Aachen nach Frankfurt. Oder wir können auch einfach zu Fuß, aber da müssen wir wieder anpassen, Route legen und all solche Scherze. Finde ich gerade ein bisschen schwierig, deswegen, um euch das zu zeigen, machen wir das einfach. Fahren wir mal ein Original-Fahrplan-Szenario. So. Das heißt, jetzt mal die Türen und Riegel logischerweise, das machen wir. Die braucht man nicht. Auf jeden Fall. So. So. Dann machen wir noch die Zugsicherungssysteme ein. So. Dann hätten wir das auch soweit. Dann sind wir auch fast soweit. Ja. Soll noch bis 39 warten, das tun wir. Ist natürlich bezeichnend, dass jetzt hier gerade überhaupt nichts los war. Vorhin, wo ich in Köln gestartet bin, wo ich ein Probedings gemacht habe, da stand jede Menge ICE und so weiter rum. Und hier ist jetzt gar nichts los. Da fährt, wenn ich richtig sehe, eine Hamsterbacke weg. Da hinten steht noch ein Quietschi, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten ist hier auch nicht viel los. Ist wirklich gar nichts los. Blöde Zeit gerade. Aber ja, kann man vorher nicht wissen. So, mit Türen verriegeln. Bremsen lösen. Und dann geht's los. Befreien. Schön. Na, immerhin kommt einem was entgegen, das ist ja schon mal was. Wieder eine Hamsterbacke. So, nach wie vor 40. Das gibt sich aber gleich. So, dann haben wir schon 100. Upsa. Wunderschön, wunderschön.
Oh, haben wir da ein gelbes Vorsignal? Ei! Ist das wieder grün? Okay. Wieder rot. Jetzt ist wieder grün. Ach, das wird wieder eine lustige Fahrt. Warum haben wir da mal ein Rot? Was soll das? Haben wir da irgendjemanden im Weg, dem wir uns nicht auf den Fersen sind? Da fährt. Eine Hamsterbacke würde ich mal schätzen. Das ist das Problem. So, 110 gleich, wunderbar. Mal sehen, da steht eine 628, sehr, sehr nice. Kommt ein RE. Auch eine 628. Na, schön, dass Sie hier vertreten sind. Sehr nice. Immerhin schon auf 160. Ich denke mal, den Störtfrieder vor uns haben wir auch hinter uns gelassen. Das war wahrscheinlich die 628 mit den zwei Einheiten. Beziehungsweise eine Einheit ist das ja. Und
Ja, die haben wir, denke ich, auch hinter uns gelassen, sodass sie dann gleich Leistung geben können. An diesem letzten Märztag im Jahre 2024, 31.03. Ostersonntag, euch damit frohe Ostern gewünscht. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag mit euren Liebsten, mit euren Verwandten, mit eurer Familie, whatever. Ich für meinen Teil bekomme auch noch Besuch. Und deswegen jetzt hier dieses kleine kurze Szenario, um euch den Fahrplan-Mod zu präsentieren, den es seit, ja, ich glaube seit gestern auf der Seite Transim Community zu downloaden gibt. Ihr habt es gesehen am Anfang des Videos. Eigentlich eine ziemlich einfache Prozedur, die ihr da zu erledigen habt. Downloaden, installieren in das entsprechende Verzeichnis und ja, dann habt ihr das. Die Requirements, also die Anforderungen, die ihr dafür haben müsst, stehen alle dabei. Aber ich denke, dass ihr das alles habt. Dann könnt ihr, habt ihr gesehen, sogar die Class hier fahren. Class 66 und die 628 ist jetzt auch nicht unbedingt normal, dass sie hier fährt. Aber ja, ihr seht ja selber, es ist möglich. Sowohl als KI als auch als fahrbarer Zug. Also als spielbarer und ja. Hier ist noch gute schnuckelige 33 Kilometer bis zu dem Ort, über den wir fahren sollen. Kommt noch ein Ort, über den wir fahren sollen. Um 16:15 Uhr sollen wir dann Kölner Bahnhof einfahren. Und ich habe mir gedacht, ich schnappe mir heute einfach mal mein Lieblings-ICE und fahre eine kleine Reise von Aachen nach Köln. An einem wunderschönen Märznachmittag. Auch wenn es aktuell draußen anders aussieht. Soll ja nicht ganz so schön werden heute, aber ich denke, da stehen wir drüber. Der Sommer kommt und ja, ich hoffe, dass wir einen einigermaßen schönen Sommer haben. Ein bisschen ausgeglichen sollte er aber sein. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Zwischendurch vielleicht doch mal ein bisschen Regen, damit das nicht alles so austrocknet. Aber insgesamt soll er schon schön sein mit viel Sonne, sodass wir ja, viele Freizeitaktivitäten außerhalb unserer vier Wände erleben können, schwimmen gehen, grillen und ach Gott, es gibt so viel. Gerade mit Kindern, man kann so viel machen. Ich freue mich auf die Zeit. Der Sommer ist, glaube ich, wirklich die schönste Zeit des Jahres. Jedenfalls ist das meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ja, ich bin zwar im Winter geboren, aber ich mag den Sommer einfach viel, viel lieber. Aufgrund dessen, dass man halt so viel draußen machen kann und ja, man auch lange draußen sein kann, ohne dass man irgendwie gleich friert oder es irgendwie stockduster wird. Also es ist im Sommer ja locker bis 10, 11 Uhr hell. Also zumindest ist so, dass man noch was sehen kann. Es fängt zwar an zu dämmern, aber es ist damit noch nicht ganz so dunkel. Und ja, man kann so viel draußen machen dann, auch abends noch. Deswegen, ich finde den Sommer einfach wunderschön. Für mich die schönste Jahreszeit nach Frühling, die es im Jahr gibt. Und dann kommt der Herbst und zum guten Schluss dann der Winter. Ja. Wie gesagt, muss jeder selber für sich entscheiden, welche Jahreszeit er am liebsten mag. Ich für meinen Teil bin absolutes Sommerkind. Geboren im Winter, aber ich habe den Sommer einfach lieber. Das ist so meine Meinung. So, wie gesagt, den Störenfried vor uns haben wir hinter uns gelassen. Keine roten Signale mehr. Die Regionalbahn wird das wohl gewesen sein, fährt jetzt hinter uns her. Die 628. Nur schade, dass jetzt gerade in zu dieser Zeit so wenig Verkehr zu sehen ist. Also wie gesagt, ich habe das vorhin schon mal gestartet, da bin ich in Köln angefangen zu Fuß. Und
Da war alleine, glaube ich, allein 4 oder 5 ICE-Züge da. ICE1 auch, ICE3, jede Menge. REs, RWs, die standen alle da, kamen reingefahren und jetzt ist hier alles so leer. Ja, nimmt man die falsche Zeit, hat man das. Das konnte ich vorher natürlich auch nicht wissen. Aber muss man mit leben. So, 24 Kilometer noch. Ein bisschen wie über den ersten Ort fahren. Schauen wir mal, ob irgendwie hinter uns was kommt, vor uns was fährt. Aber es sieht aktuell nicht danach aus. Hinter uns sowieso schon mal gar nicht. Vor uns vielleicht. Da steht wieder was, auch wieder eine 628, so wie es aussieht. Aber sonst, dass hier bei Ihnen ein Fernzug oder so entgegenkommt, da kommt was Größeres. Das könnte ein Fernzug sein. Warten wir es mal ab. Na, gleich 200. Es gibt der Sache etwas mehr Würze. Weil 160 ist ja für den Zug hier eine Lachnummer. Ach, LCB, geil. Dann legen wir die AFB mal komplett an. Machen das hart aus und lassen das System arbeiten. Wunderschön! Denke mal, jetzt dürfen wir 200 fahren. Sieber müssen wir allerdings noch manuell drücken, logischerweise. So, da steht die 628. Das ist der Zug wahrscheinlich, der uns gerade angezeigt wurde. Das ist ein Quietschi, kein Fernzug. Also Regionalverkehr ist hier sehr viel vorhanden. Fernverkehr haben wir jetzt überhaupt noch gar nicht gesehen. Weder ICE noch IC noch EC noch sonst wie. Nein. Mal schauen, was in Köln rumsteht. Ah, da ist der Fernzug. ICE3, da kommt er ja doch. Sehr nice. Das wird der Gegenzug sein. Auf dem Weg nach Aachen. So, wir dürfen bis 200, ne? Genau. Gleich sogar 250. Ich will dich ja in Chibi verarschen, du komischer Assistent, aber ich fahre die ganze Zeit mit PCB und SIFA. Aber das nur so am Rande. Weil sonst hätte ich keine LCB, du Vogel. Ich weiß nicht. Manchmal, dieses Spiel ist manchmal komisch. Und ich habe mich am Anfang befreit, wo wir in Aachen losgefahren sind. Also wir haben definitiv Sicherungssysteme an. Das kann ich auch ganz klar beweisen. So, machen wir mal kurz das HUD hier an. So, LCB ist an, PZB ist an, SIFA ist an. So, da drücke dazu. Deswegen verstehe ich nicht, was der da jetzt meint. Warum ich die denn einschalten sollte, wenn sie doch längst eingeschaltet sind. Aber das ist auch nur so meine Meinung. Jetzt sind wir 250. Auch wenn wir im Moment nicht beschleunigen, doch jetzt. Wollte gerade sagen, warum denn? Beschleunigen wir nicht.
Was ist jetzt das Problem? Warum willst du nicht beschleunigen? Einstellung was falsch gemacht? Ne, Vollzollfreigabe. Dann verstehe ich nicht, warum wir nicht auf 250 beschleunigt. Oder dürfen wir hier streckentechnisch nicht 250 fahren? Das kann natürlich sein. Der bremst dauernd. Die dauernd das Gehzeichen. Oder haben wir den LCB total schaden? Totalzahlen schaden kann ja nicht. Irgendwas läuft hier falsch. Wenn ihr mir sagen, woran das liegt, warum wir nicht beschleunigen? Es kann ja nicht daran liegen, dass wir nur 200 fahren dürfen, weil wir fahren ja über 200. Zumindest starten wir das gerade noch. Jetzt hat er. Ach Gott. Echt nicht, wo es liegt. So. Ja, lassen wir das. Eh nur noch 7 Kilometer. Ob wir 200 oder 250 fahren, ist glaube ich auch nicht mehr ganz so tragisch. Bremsen wir sowieso, warum auch immer. Angezeigt hat er nichts. Ah, der hat das rote Signal erkannt. Das wird sein. Hoffe ich mal, dass das erkannt hat. Jetzt hat es natürlich wieder am Beschleunigen, weil das rote Signal auf gelb umgesprungen ist. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen unsicher. Ist das Ganze nicht so geheuer? Bremsen wir mal lieber selber mit. Nicht, dass er das nicht erkennt. Es fängt auch noch an zu regnen. Und dann vorbei mit dem schönen Wetter. Wieder eine Kühlschi. Boah, ist das schön. So, jetzt wieder ein bisschen mehr los. Hamsterbacke RE.
So, die haben anscheinend hier noch Aufenthalt. Ja, wie ich auch sagen. So, hier scheint es jetzt aber ordentlich zu gießen. Boah, Gewitter, alles Mögliche wieder dabei jetzt. So viel dazu. Zwei Quietschis, wunderbar. Sehr, sehr nice. Ist ordentlich am Donnern. Das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Rot. Ich glaube, das rote Signal hat er diesmal erkannt, weil wir bremsen doch deutlich runter. So, 70, 60, was machst du jetzt LTP?
mein Gott, ist das halt schön. Die OCP immer. So, ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. So, ganz ruhig. So, sind wir, glaube ich, erstmal wieder safe hier, würde ich sagen. Bleiben wir einfach mal konstant bei 60, erstmal. So, 40 ist sowieso vorausgesagt, dann bleiben wir da auch. Da wären wir in Köln. Wunderschön. Bei bestem Wetter. Kannst du dir nicht ausdenken. Ach, kack doch auf die Zwangsbremse. Wir bleiben doch sowieso stehen. So, meine Güte. Dann hätten wir das soweit. Wie gesagt, bestes Wetter. Also hier in Köln ist schon ein bisschen mehr los. Ach, schade. Ihr habt es gesehen, da stand auch noch eine BR-103 mit ihrem IC. Also das war eine Fahrt mit dem neuen Fahrplan-Mod von TradeSim Community. Ich habe euch ja gezeigt, wie ihr da dran kommt, wie ihr das runterladet und wo ihr das findet. Das war der ICE 17 Frankfurt am Main. Der HBF soll das eigentlich heißen, warum da HNF steht, lassen wir das. Das war es auf jeden Fall mit diesem kleinen hübschen Szenario. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern, einen wunderschönen Sonntag, noch einen wunderschönen Ostermontag. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Ostern. Feiert schön mit euren Verwandten, mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Und ja, wie gesagt,
Wie ihr das findet, wo ihr das findet, habe ich euch gezeigt. Ist aktuell für die für die Strecke Köln-Aachen gedacht. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, taucht das hier auf 2023 Timetable. Und das sind dann halt die Züge, die ihr benutzen könnt. Neben dem Fahrplan, wie gesagt, Klaas ist dabei, die 628 haben wir gesehen. Die drei ICE, die wir zurzeit bei TSW 4 haben. Die Vectron, die 103 mit dem ICE, mit dem IC und so weiter. Ihr könnt natürlich auch zu Fuß gehen und euch dann einen Ort aussuchen. Alles wie gehabt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel auf die Zughalle geht, euch einen Zug aussucht, sagen wir mal. Ihr nehmt die, ich weiß nicht, ob man die auch da. Nein, kann man nicht. Schade. Aber ihr könnt euch natürlich auch dahin spawnen, ist ja klar. Im Prinzip könnt ihr ja jeden Zug nehmen, also euch zu Fuß dahin beamen und dann einen Zug dahin spawnen und euch dann dort Spaß haben. Mit dem kann man in Köln fahren zum Beispiel. Ihr seht es hier, ne, ist normalerweise nur auf englischen Strecken verfügbar, aber auch natürlich Köln. Da habt ihr eine Frachtfahrt zu fahren. Wundert euch nicht, das ist alles auf Englisch. Hier diese Anforderungen bzw. Aufforderungen, Anweisungen. Ja. Das war es auf jeden Fall mit dem kleinen Szenario aus dem neuen Fahrplanmodus für die Strecke Köln-Aachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Osterfest. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.